Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Park The Game. Ja, und wir sind jetzt gerade dabei, dieses Auto hier nach Spuren zu durchsuchen, die Leiche zu fleddern und ich bin sowas von blöd. Ja, ihr habt richtig gehört, ich bin doof, weil dieses Spiel spielt nämlich wirklich parallel zum Film, als die Dinos nämlich schon ausgebrochen sind. Und das hier, den kennen wir auch, diesen, toten Herrn. Das ist der etwas beleibtere, was weiß ich, Computertechniker, der mit der Brille, der diese DNS da gestohlen hat. Und das hat er doch wirklich in der Spraydose da oder im Rasierschaum versteckt. Ihr wisst, was ich meine, wer den Film gesehen hat, den ersten Teil, der weiß jetzt, wovon ich rede. Der wurde nämlich von dem Dilo dann angegriffen. Und was dann weiter mit dem passiert ist, hat man im Prinzip nicht gesehen. Nur, dass die Autotür zugeklappt ist und dann das Auto so ein bisschen gewackelt hat. Und man konnte sich vorstellen, dass der Dilo den einfach zerfleischt hat. Den Diloferosaurus oder so. Und hier präsentiere ich den Herrn. Und das Spiel setzt nämlich hier genau an. Finde ich klasse. Ein anderer Handlungsstrang. Wie ich schon erwähnt habe, auch bei anderen Spielen gibt es da, zum Beispiel bei Herr der Ringe, das dritte Zeitalter auf der GameCube. Den gab es aber auch für PS2, glaube ich. Weiß nicht, ob es für die Xbox den. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall spielt dieses Spiel parallel zum Film. Die Dinos sind schon ausgebrochen und wir sind auf der Suche nach dem Rasierschaum, alias nach der DNS, die da drinne. Ja, wie sagt man? Die sich da drin aufhält oder so. Gut. Wir durchsuchen jetzt trotzdem mal das Auto. Da haben wir ein paar Sachen. Ja, der hat ja viel gefuttert. Das kennen wir ja aus dem Film. Aber zuerst die Leiche. Ja, das ist der Typ. Sieht man schon. Kein Behälter. Nichts. Ja, ich glaube, der ist auch weggerollt. Der ist, glaube ich, runtergerollt. Soweit ich das in Erinnerung habe vom Film. Wüssten die jetzt, was wir wissen, ja, dann würden sie den Behälter wahrscheinlich nicht hier im Auto suchen. Du hast gern genascht. Stimmt's, Gordito? Ja, ein paar Chips, was steht da? Chocolate Chips oder Schokolatti. Schokolatti Chips, lecker. Jetzt kriege ich aber langsam auch Hunger. Und hier ein Soda-Getränk. Du hattest einen Behälter von etwa der Größe, nicht wahr? Da unten hast du ihn nicht verloren. Du hattest ihn dabei. Er kam eilig zum Auto zurück, es stieß sich den Kopf und stürzte, falls er den Behälter fallen ließ. Ja, jetzt probieren wir das bestimmt mit der Dose aus. Ja, 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 und wir sind so wirklich so eine Art Fährtenleserin, so eine Art Abenteurerin. So, probieren wir es mal. Wo kullert das Ding hin? Ja, dahin? Gucken wir mal. Und ja, graben, graben. Schön die Fingernägel schmutzig machen. Da haben wir's doch. Oh, Baby, ich wusste, ich finde dich. Hey. Sie freuen sich aber sehr über die Seife. Das ist genauso ein Stück Seife, wie Sie eine Mechanikerin sind. 10 Jahre Forschung. Millionen investiert. Das nächste Weltwunder. Sie wollen Engine fertig machen? Dann hiermit. Die Kronjuwelen. Wenn die das hier verlieren, bleibt denen nichts. Das sind Dinosaurier-Embryos, Schätzchen. Embryos, Sie genau. Etwa, wir suchen nach Rasierschaum? Dinosaurier? Ich verstehe nicht. Das müssen Sie nicht verstehen. Das hält Sie frisch. Was? Was haben Sie denn? Ich glaube, da ist was hinter dem. Aber da wir den eh nicht mögen, sagen wir nicht bewegen. Nicht bewegen. Also ruhig stehen bleiben. Warum? Oh. Oh Mist. Kacke. Oh, der ist hin. Der ist hin. Nein, doch nicht. Ich glaube, das ist, war doch dieses lebende Gift, es oder? Weg. Es ist weg. Oh ja. Siehst du das? So macht man das. Ja!
Geschieht dir recht, du Mistvieh! Das winden wir von hier. Gut, Sie kennen den Plan. Meine Jungs schicken ein Boot. Wir geben ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend. Genau, wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Oh ja. Wer hat jetzt Angst, hä? Oh Mann, Mann, Mann. Was für ein Arsch. Lass die Frau nur die Arbeit machen. Mhm. Ach Mist, da stimmt was nicht. Da klemmt es, glaube ich, beim Ast noch. Hau, ruck. Hau, ruck. Hau, ruck. Ah, geschafft. Chadwick, Bewegung. Nein, nein, die Stelle hier ist perfekt. Beide Seiten im Blick. Schuss weg. Ja. Schön. Ist der Matsch? Nein. Schade. Hey, alles klar? Verdammt! Sie haben mich fast umgebracht! Sie hätten besser aufpassen sollen. Kein Licht mehr. Das Licht ist aus. Ich kann nichts sehen, verdammt. Wir sitzen fest und ich sehe nichts. Ich brauche Licht. Ich sehe nichts. Was Miles, war das? Haben Sie Miles, das gehört? Snaffe. Was ist ein Dinosaur? Was? Was? Nee, einen Plan habe ich nicht, aber soll ich erstmal beruhigen. Ruhig bleiben. Denken Sie an etwas Entspannendes. Machen Sie Witze? Oh, wie der Haus ist mit dem Gift oder was das ist in der Fresse. Fragen Sie mir einen Gefallen und halten Sie den Mund. Genau. Es ist egal, ob es uns hört oder nicht. Es riecht uns. Oh, Klappe, sonst Beule. Haben wir einen Plan? Ich sag das einfach mal. Es passiert wirklich. Ich habe einen Plan. Plan? Was für ein Plan? Ja, das frage ich mich auch. Weglaufen! Bitte zum Ohrengrauen warten. Geben Sie mir die Waffe. Das Auto anlassen. Ja, ich glaube, das nein. Ist am besten. Nein. Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Wagen starten? Ja, okay. Kacke. Kann ich. Er springt mich an. Was jetzt? Ja, keine Spur, reparieren, ja. Also, was jetzt? Hier, mit dem Schlüssel, klar, oder? Versuchen Sie es nochmal, vielleicht startet er. Ich habe es schon versucht, er springt nicht an. Na toll, na gut, wir reparieren es, weil der kriegt eh nichts auf die Reihe. Ich repariere das. Reparieren das Auto im Dunkeln? Ja, genau. Ja, was soll ich denn machen? Hier ist ein loses Batteriekabel. Was soll das heißen? Wo ist die Batterie? Okay, was jetzt? Ah. Das ist es. Ich mache es fest. So, schau. Hallo? So, hm? Aha! Gracias a Dios. Was? Oh Gott! Da ist er wieder. Ja. Scheiße, sag ich mal. Jetzt aber schnell. Ich glaube, wir sitzen in der Falle. Oh oh. Keine Kugeln verschwendet. Es sind einfach zu viele. Schlagen Sie vor! Komm, wir rennen zum Jeep. Wir rennen zum Jeep. So. Also gut. Warten Sie auf mein Zeichen und dann rennen Sie zum Wagen. Wenn wir zum Auto rennen, treffen wir auf die Dinosaurier. Sie haben recht. Wir müssen sie wegmachen. Sie ablenken. Okay. Ja, bin dabei. Los geht's, Jungs! Abendessen! Hijo de Vera! Ja, was für ein Arsch! Ja,
Geht auf den. Ja, genau. Tötet ihn. Naja, vielleicht bin ich jetzt doch zu mies. Aber wir müssen jetzt erstmal unser Leben retten. Kacke. Glaub. Nein, nein, es ging noch. Mist. Schnell ausweichen. Ach, kacke. Ah, jetzt haben wir es gibt in den Augen. Fuck. Das war's. Das war's. Todeszahl 1. Gut. Probieren wir es nochmal. Ach, gegen den. Ich dachte, jetzt hätten wir es geschafft. Wir haben uns umgeschmissen. Komm schon. Yes. Ach, Mist. Oh, Mann. Da stand doch er. Ich krieg das noch hin. Sorry. Ich sag ja, ich bin nicht allzu gut mit dem Controller. Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt muss ich irgendwie das drehen. Ja, voll die Tür in die Fresse. Und wieder zumachen. Oh nein. Also, solche Quicktime-Events mag ich gar nicht. Und wieder tot. Gut, jetzt haben wir wieder eine Bronze. Mist, Mist, Mist. Der steht doch den Controller nach oben schieben. Ich mach das doch die ganze Zeit. Was will denn der? So, jetzt. Boah, jetzt haben wir sowas eklig an der Scheibe kleben. Gut. Wir gucken mal kurz raus. Sind sie noch da? Ja. Die lauern auf uns. Gut, machen wir es mal an. Verdammt. Ich schaffe das. Genau. Immer mit der Ruhe. Nur die Ruhe bewahren. Komm schon, komm schon, komm schon. Spring an. Also, die Los sind zwar süß, aber können doch ganz schön aggressiv werden. Ja, falsch gedrückt. Mist. Und wir sind wieder hier. Sorry, wenn wir das 1000 Mal machen müssen. Tut mir leid. Ich würde ja am liebsten diese Quicktime Events besser. Hätten wir den PlayStation Controller, würde es besser gehen. Ich sag's euch. Verdammt. Ich schaffe das. Ja, komm. Wir machen das. Geht schon. Kupplung. Bitte, 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 bitte. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Andale, 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 andale. Amigo. Und tschüss. Arrivederci. Ja, ja. Muck du nur auf. Was haben wir denn jetzt wieder verzapft? Oh Mann. Wir haben aber auch so ein Pech. Autsch. Ja, ja, guter Dino, lieber Dino. Nein, weiche von uns. Ich hab ihn. Oh, brutal. Oh, immerhin Bronze. Huch, jetzt werden sie gerufen. Und ich glaube, unser Mann hier ist tot. Sind alle weg? Ich glaube schon. Und sorry nochmal wegen den Quicktime-Events. Ich muss mich erstmal an den Xbox-Controller gewöhnen. Er war zwar ein Arschloch, aber so ein Tod hat keiner verdient. Nicht mal er. Naja, bleibt mehr Geld für uns. Oh, 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 die Wunde sieht wirklich nicht gut aus. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wo es ansetzt, das Spiel. Ja, in den Dschungel hinein. Und wir wissen, dass das eine fatale Entscheidung ist. Und wir sind offiziell zu spät. Ich
war fertig, wie du gesagt hast. Ich konnte nur meinen CD-Player nicht finden. Alles in Ordnung, Liebling. Sie fahren nicht ohne uns. Uns? Du kommst mit nach Dallas? Oh, nur mit aufs Festland. Ich muss nach dem Sturm wieder zurück. Ich fahre dich zum Flughafen. Cool. Oh gut, jetzt spielen wir sie wieder. Schauen wir uns hier mal im Auto um. Kennt man die Charaktere eigentlich auch aus dem Film? Den zum Beispiel? Wie heißt der? Hartling? Also der, wer war das? Der Sam Neill? Ist das wahrscheinlich nicht. Der hat einen anderen Namen gehabt. Mir fällt, ist aber auch gerade entfallen. Vielleicht hat man die mal in einer Nebenrolle gesehen. Keine Ahnung. Wir gucken uns erstmal hier im Auto um. Komisch. Die Lichter am Zaun sind aus. Ist das was Schlechtes? Sicher ist alles in Ordnung. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Ja, ja, kein Stromausfall. Nichts ist passiert. Gar nichts. Wir sind alle in Sicherheit. Wir wissen, dass es anders ist. Was haben wir hier vorne? Ach, wir spielen ihn, okay. Die DJs hier draußen sind nicht so toll, oder? Naja, kommt nichts Gutes im Radio. Schauen wir mal aus dem Fenster. Hallo, aus dem Fenster schauen, bitte. Oh. Ja. Da liegt das Schild. Und jetzt müssen wir innen noch reden. Über das Wetter, klar. Komm, nee, wir muntern sie ein bisschen auf. Sie muss jetzt wieder fahren. Es tut uns leid. Vielleicht kann sie ein andermal kommen. Wenn der Park eröffnet wird, gibt es viel mehr zu sehen. Dann kannst du wieder vorbeikommen. Klar, das klingt gut. Stimmt, der Park war ja noch gar nicht offen. Und bevor der geöffnet hat, ist so ein Chaos passiert. Das war in Jurassic World, in dem aktuellen anders. Da war der Park offen und die Dinos sind trotzdem ausgebrochen. Also ist egal, ob er geöffnet hat oder nicht. Die Dinos brechen immer aus. Ja, gut. Was ist los? Also, zu Hause alles in Ordnung? Wie läuft's in der Schule? Ich weiß nicht. Langweilig. Ich habe bald einen großen Spanisch-Test. Da kann ich dir nicht helfen. Aber deine Mutter kann etwas Spanisch. Ja, wir arbeiten hier in Costa Rica und können kein Wort Spanisch. Das ist auch gut. Aber es gibt's halt sehr oft leider. Lass uns reden. Das Wetter, komm. Wir machen mal das Wetter einfach so aus Spaß. Tja, mit dem klaren Himmel hatte ich mich wohl etwas verschätzt. Hoffentlich haben sie Kotztüten an Bord. Ja, gut. Smalltalk. Über Kotzen. Mhm. Ich bin auch schon mal geflogen und ich brauchte keine Kotztüte, also... Gut, aber die Kotztüten, ach, das war wahrscheinlich nur eine Anspielung, oder? Weil sie jetzt kotzen muss, weil sie fahren muss? Oder war das jetzt wirklich, dass ihr bei so einem Wetter vielleicht, wie sagt man, nicht seekrank, flugzeugkrank, ihr einfach schlecht wird beim Fliegen? Hör zu, Jess, ich habe so viel gearbeitet, wir hatten kaum Zeit zu reden. Oh. Jess, deine Mom hat mir von dem Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Ja, was hat sie gesagt? Komm, sie übertreibt, oder? Das arme Mädchen. Ich weiß, dass es schwer ist. Warum hast du das getan? Sie macht sich Sorgen. Ja, Mütter machen sich immer zu viele Sorgen. Sie macht sich Sorgen um dich, Schatz. Ich weiß, sie übertreibt gerne, aber es war ein Schock für sie. Und ich war auch etwas besorgt. Ich weiß, ich bin eine Niete. Och. Nein, nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur, ich möchte, dass du versprichst. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott, ist sie tot? Nein, nein, sie lebt. Sie atmet. Ja, und das kennen wir doch. Hier setzt das Spiel an vom Anfang. Sie sind verletzt. Können Sie mich hören? Ja, am besten erstmal das. Hallo, hören Sie mich? Seltsam. Es ist wie eine Art... Oh. Sie braucht medizinische Versorgung. Wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Wer ist das? Kennst du sie? Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber das ist egal. Hast du das ernst, dass du den Wagen fahren kannst? Oh ja, das kann ich. Mom weiß es nicht, aber... Schon okay, setz dich einfach ans Steuer. Und mach mir keine Angst. Okay. Wie alt wohl die Kleine ist? 13? 12? 13? Komm, Schatz, wir bringen sie heraus. Fahren wir. Vielleicht auch ein bisschen älter, 14? Keine Ahnung. So, heben wir mal an. Und
Ach, die ist nicht besonders schwer. Ist ja nur Haut und Knochen. Und da sind die Dinos. Tschüss. Haben wir sie schlimm erwischt? Schlimm genug, aber das hier waren wir nicht. Das ist etwas anderes. Ich prüfe ihre Vitalfunktionen. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem. Gut, die Vitalfunktionen. Zuerst den Kopf, ihre Atmung, nee, ihre Augen. Was ist mit ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung. Toxoplasmose? Aber das erklärt ihre Symptome nicht. Wir wurden ja auch vergiftet von denen, die los. Zumindest haben wir eine ganz schön schlimme Wunde und die haben uns ins Gesicht gespuckt. Der Puls? Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Nunca los podrán sacar de aquí. Und sie fantasiert. Und radikal heißt niedriger Puls. Tachial ist dann der höhere. Oder radikal? Tachial? Trachial? Ja, irgendwie so. Ich habe das mal gelernt. Was ist das? Was? Sieht aus wie eine Bisswunde. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ja. Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keiner der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Aber wir müssen Sie ins Besucherzentrum. Kommen Sie schon. Bleiben Sie bei mir. Sie, ich muss diese Wunde reinigen. Fahr bitte weiter so vorsichtig. Oh, okay. Was, kein Dilophosaurus? Es waren Dilophosaurus. Oder haben wir hier mit einer anderen Spezies zu tun? Werden wir wohl noch erfahren. So, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um ihre Wunde. Das ist lebenswichtig. Das könnte jetzt wehtun. Was machen wir denn da? Sprühen wir Desinfektionsmittel drauf, hm? Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Doch, komm. Das muss jetzt gemacht werden, Gute. Kommen Sie schon. Hey. Ich muss die Wunde reinigen. Ja. Kommen Sie. Wir reden nochmal auf Sie ein. Hey, hören Sie mir zu. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Alejate de mí. Nein, hören Sie. Ich bin Arzt. Ich kümmere mich darum. Medico? Medico? Ja. Sie, Medico. Ich werde Ihre Wunde desinfizieren, okay? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ah, jetzt, okay. Gut, dann nochmal auf ein neues. Und das sollte die Infektion aufhalten. Ich weiß nicht, was Sie da draußen gemacht haben, aber... Ist okay. Sie erleidet einen Schock, aber das kann ich aufhalten. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Es ruft die Straße. Kacke. Mist. Und Eimer. Aber das zweite brauchen wir auch noch. Jetzt haben wir es. Ach so. Ziehen wir eine Spritze auf. Komm schon. Komm. Und... Wow, ja. Die Nadel ist riesig. Achte du nur auf die Straße. Nochmal draufklopfen, um die Luft rauszukriegen. Nicht die Lust. Lust macht mir das nämlich gerade nicht. Das Spiel schon, aber die arme Frau hier. Und durch den Schock kann sie eigentlich nur noch Spanisch. Oh, jetzt müssen wir noch die das Treffen hier. Oh. Nein. Mist. Nochmal, die soll mal langsamer fahren, das gute Kind. Konnten wir auch anreden. Jess, hör zu, ich muss dir eine Spritze geben und ich muss die Vene treffen. Bitte keine Details. Fahr langsamer, damit ich treffe. Ja, komm schon. So, jetzt soll es leichter gehen, hoffentlich. Ja. So. Jetzt, Mist. Was ist los? Ach Gott. Keine Sorge, alles zu spät gedrückt. Ich muss nur die Vene treffen. Noch langsamer fahren, bitte. Jetzt kann sie gleich anhalten, wenn sie noch langsamer wird. So. Ich sollte sie erstmal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde sie bandagieren. Kannst du weiterfahren? Alles okay. Sag Mom, ich bin bereit für die Fahrschule, in Ordnung? Ich glaube, das muss Mom nicht unbedingt wissen. Das Kind haut schon mal ein paar ganz gute Sprüche raus. Wie geht es ihr? Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Jess, warum halten wir an? Na, das ist ein Triceratops, der tut nichts, der will nur spielen. Sie ist wunderschön. Sie, oder? Okay, wir haben Glück, dass die Kleine allein ist.
Ich würde hier draußen ungern das Alpha-Tier antreffen. Auch ein Kind. Lady Margaret versteht keinen Spaß. Wir haben entdeckt, dass die Familiengruppen auch ohne genetische Verwandtschaft entstehen. Junge Triceratops gehören zur Familie, Dad, sobald... ruinierst den Moment. Tut mir leid. Die hier heißt Bakita. Was macht sie hier draußen? So, ich würde sagen... Ich muss das Vieh unbedingt in sein Gehege zurückbringen. Ja, ja. Wir beenden jetzt erstmal hier die Folge. Einen Moment, warte hier. Ja, das ist so cool. Und so süß. Ja, wie gesagt, wir beenden die Folge. Ruhig, Mädchen. Das machen wir nächstes Mal gerade nochmal. Schmeckt dir das etwa? Gut, jetzt ist kurz Pause. Super, dann passt es ja. Ich wollte nämlich wirklich jetzt Schluss machen. Wir schaffen dieses Triceratops-Baby oder Kind oder was auch immer. Wie sagt man dazu? Zu so einem Dinosaurier-Baby? Fohlen sagt man nicht. Das ist vom Pferd. Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nichts. Kein Ausdruck für ein Dinosaurier-Baby. Also, das schaffen wir nachher wieder ins Gehege. Und da sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.